Ende 1941 trifft Leopold Trepper, den sowjetischen Agentenchef in Westeuropa, ein schwerer Schlag. Durch eine Blitzaktion wird die Funkstelle in der Rue de Satrebat von der Feldgendarmerie ausgehoben. Eine Reihe wichtiger Mitarbeiter wird verhaftet. Die einzige Nachrichtenverbindung mit Moskau ist unterbrochen. Länger als zwei Monate wartet der Grand Chef vergeblich auf ein Zeichen der Zentrale und auf neue Anweisungen. Endlich, Anfang Februar 1942, erhält er durch einen Parteisender den Auftrag, die Funkstelle in Brüssel erneut zu aktivieren und mit einem neuen Mann zu besetzen. Funker wird jetzt der bewährte Radiospezialist der Komintern, Johann Wenzel, genannt der Professor. Aber auch Wenzel wird von den Peilern der Funkabwehr rasch geortet und am 30. Juli 1942 von Hauptmann Piepe festgenommen. Die Papiere, die bei der Festnahme Wenzels gefunden werden, führen Abwehr und Gestapo auf die Spur der Berliner Organisation der Roten Kapelle, die von Oberleutnant Schulze Beusen und Dr. Arvid Harnack geleitet wird. Als man einige Zeit später auch noch den Code des Berliner Netzes aufbricht, geht die Gestapo mit aller Härte gegen die Mitglieder dieser Organisation vor. Schulze Beusen und seine Freunde werden verhaftet, vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tode verurteilt. Nach der Ausschaltung des Berliner Netzes richtet sich das Interesse von Gestapo und Abwehr wieder ganz auf die französische Organisation der Roten Kapelle und auf deren Leiter Leopold Trepper, genannt der Grand Chef. Im Spätsommer 1942, nach der Verhaftung des Funkers Johann Wenzel, ist der Grand Chef zum zweiten Mal ohne Funkgerät und ohne Kontakt zur Zentrale. Vergeblich versucht er, Nachrichten und Informationen über die Sender der illegalen kommunistischen Partei abzusetzen und Weisungen aus Moskau zu empfangen. Aber die Zentrale antwortet nicht. Der Grand Chef ist jetzt ganz auf sich selbst gestellt. Ich habe doch das Ding mit eigenen Augen gesehen. Wo haben Sie es gesehen? Auf dem Lehrgang bei der Division in Reims. 10,5 Langrohr mit Rückstoßpanzer. Und das war nicht die einzige neue Entwicklung, die Sie uns vorgeführt haben. Und das Tollste war eine neue Haftlage. Trotz der verzweifelten Situation, in der sich das Netz im September 1942 befindet, sitzen die Agenten des Grand Chef immer noch in allen wichtigen zivilen Behörden und Militärdienststellen, sammeln Nachrichten und geben sie an die Zentrale weiter. Geben Sie mir wenigstens ein paar Personenwagen, damit ich ans Vorauskommando nach Polen bringen kann. Aber die meisten Informationen können den Direktor in Moskau nicht mehr erreichen. Der Grand Chef muss sie im Safe der Simex in Paris für einen späteren Zeitpunkt verwahren. Tut mir leid, Herr Oberzahlmeister. Bitte sehr. Ich hatte keine Ahnung, dass die Teppiche Löcher haben. Mauselöcher, Herr Kommer. So groß, drei Finger kann man durchstecken. Sie Paris. Einen Augenblick, bitte. Für Sie, Herr Kommer. Sie entschuldigen einen Moment, bitte. Wo bleibt denn der Kaffee? Moment. Kommer. Die Import-Export-Firma Simex ist nach den schweren Rückschlägen des Jahres 1942 immer noch die Befehlszentrale der Roten Kapelle in Frankreich. So geht das den ganzen. Hier werden nicht nur ergiebige Geschäfte mit der Wehrmacht und der Organisation TOT abgewickelt, sondern auch alle Aktionen des Netzes vorbereitet und der Einsatz von Agenten geplant. Herr Corbin, dazu brauchen wir Ihre Firma nicht. Sehen Sie sich doch vorher an, was Sie uns liefern. Herr Großvogel möchte Sie sprechen. Pardon, im Büro des Chefs. Wir sind einfach überlastet. In dieser Woche zum Beispiel haben wir für die Organisation TOT 80.000 Sack Zement für den Atlantikwall beschaffen müssen. Sie entschuldigen. Milch? Milch. Ach so, ja, danke. Ihre Gewissenhaftigkeit in Ehren. Aber die Bosch zahlen nun mal besser als die Franzosen, Corbin. Noch immer hat der Geschäftsführer der Simex, Alfred Corbin, keine Ahnung vom eigentlichen Gründungszweck der Firma und von der Spionagetätigkeit des Grand Chef. Er weiß auch nicht, wie es in Wirklichkeit um Jean Gilbert steht und was sich hinter dem Optimismus verbirgt, den er für gewöhnlich zur Schau trägt. Das wissen nur seine engsten Vertrauten. Sein alter Kampfgefährte und Sekretär Hillel Katz sowie der Kaufmann Leo Großvogel, immer noch der geschäftliche Motor des Unternehmens. Bitte. Danke. Kurz vor Ausbruch des Krieges im Jahre 1939
lernt der Grand Chef in Belgien die junge Amerikanerin Georgie de Winter kennen. Sie wird der einzige Mensch, der dem Grand Chef helfen kann, die Einsamkeit zu ertragen und mit den Depressionen, die ihn jetzt heimsuchen, fertig zu werden. Ich gewinne meine Wette. Trotzdem vermeidet er es immer noch, sie in seine gefährliche Tätigkeit einzuweihen und öfter mit ihr zusammen zu sein, als seine schwere Aufgabe es zulässt. Damit unterscheidet er sich in jeder Hinsicht vom zweiten Mann des sowjetischen Geheimdienstes in Westeuropa, vom Petit-Chef Kent. Kent, alias Vincente Sierra, in Wirklichkeit der Sowjethauptmann Viktor Sokolow, hat sich seit der Aushebung der Funkstelle in Brüssel und seit seiner Flucht Ende 1941 ins unbesetzte Frankreich nach Marseille zurückgezogen und führt dort mit seiner Geliebten Margarete Barza das Leben eines Mannes, der vom Krieg Urlaub genommen hat. Er hat zwar ein Funkgerät zur Verfügung, denkt aber nicht daran, damit zu arbeiten und sich der Gefahr der Entdeckung auszusetzen. Nach der Zerschlagung der sowjetischen Spionageorganisation in Berlin macht sich der Abwehrhauptmann Harry Piepe wieder auf den Weg nach Paris, um den Kampf mit den Agenten des Grand Chef erneut aufzunehmen. An seiner Seite taucht zum ersten Mal ein Mann auf, der bei der Jagd auf den Grand Chef eine große Rolle spielen wird. Der Gestapo-Beamte, Kriminalrat Karl Giering. Gemeinsam mit ihm leitet Piepe das neu gegründete Sonderkommando Rote Kapelle, das die Organisation des sowjetischen Geheimdienstes und den Grand Chef endgültig erledigen soll. Anfangs besitzen Piepe und Giering nur wenige Informationen über den Grand Chef und sein Netz. Aber bald entdecken sie die lukrativen Geschäftsverbindungen zwischen der Organisation Todt und der Firma Simex. Die Jagd auf den Grand Chef beginnt. Kennen Sie diesen Mann? Serge Gilbert von der Firma Simex. Liegt was gegen ihn vor? Bitte, meine Herren. Cognac? Ja, danke. Sehr gern. Herr Gilbert gehört zu unseren besten Lieferanten. Und zu den größten Schwarzhändlern Frankreichs, Herr Oberleutnant. Also, wenn Sie was haben, was die OT intern betrifft, dann müssen Sie auch zur OT gehen. Ich bin nur der Verbindungsoffizier der Wehrmacht und für die Materialbeschaffung zuständig. Bitte schön. Danke. Wollen Sie ihn wirklich wegen Schwarzhandel Schwierigkeiten machen? Entschuldigung, bitte. Danke. Ich bin nicht Raucher. Glauben Sie vielleicht, wir könnten in Frankreich Geschützstellungen und Bunker, Unterkünfte nur mit den amtlichen Materialzuteilungen bauen? Wir brauchen Leute, die neue Quellen aufreißen. Mit dem gewissen Riecher. Die heute Baukräne auftreiben, morgen Kipploren organisieren und übermorgen herausfinden, dass zum Beispiel der Zement in Lille billiger zu haben ist als in Bordeaux. Das Kriegsverdienstkreuz sollte man Herrn Gilbert verleihen. Zum Wohl, meine Herren. Wo wohnt er? Das weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Herr Gilbert ist fast nie zu erreichen. Auch in der Firma nicht. Wenn er Geschäfte machen will, muss er doch auch zu erreichen sein. Es kommt ganz drauf an, was für Geschäfte, Herr Hauptmann. Nehmen wir an, wir wären deutsche Geschäftsleute und wollten Diamanten kaufen. Industriediamanten im Wert von 1 Million. Das würde wohl Herr Corbin erledigen. Das ist der geschäftsführende Direktor dieser Firma. Und Gilbert hätte nichts damit zu tun? Nein, nicht anzunehmen. Na gut, dann kaufen wir, sagen wir mal, für 3 Millionen. Könnte das Herrn Gilbert reizen? Ja, vielleicht. Schon eher. Also gut, dann arrangieren Sie für uns beide ein Zusammentreffen mit Gilbert, sobald das möglich. Ist das klar? Absolut. Nur, Sie können von mir nicht verlangen, dass ich Herrn Gilbert wegen dieser doch belanglosen Schwarzmarktgeschäfte, von denen wir den Nutzen haben, in eine Falle locke. Gehen Sie doch selbst zur Simex. Da finden Sie alles, was Sie brauchen. Im Übrigen ist für die geschäftliche Abwicklung mit dieser Firma meine Mitarbeiterin Frau Likonin zuständig. Entschuldigen Sie, wenn wir uns bei der Zuständigkeit einer Pariser Wehrmachtsfirma mit Schwarzhandel nicht so gut auskennen. Likonin? Das ist kein deutscher Name. Nein, sie ist aber trotzdem eine sehr tüchtige Dame. Russin. Die Witwe eines zaristischen Generals. Zuverlässig? Absolut. Dann brauchen Sie Ihr Gewissen nicht weiter zu strapazieren, Herr Oberleutnant. Geben Sie den Auftrag, das Geschäft für uns einzufädeln. Ist das klar?
Am liebsten würde ich lieber heute als morgen alles hinschmeißen. Tu sie nicht, vielleicht musst du dich ja mal allein durchschlagen. Ausgerechnet mit Tanzen? Ich bin doch viel zu unbegabt. Herr Decour hat mir neulich gesagt, dass ich X-Beine hätte. Dann ist Herr Decour kein Herr. Hat dieser Beruf überhaupt Zukunft? Jetzt mitten im Krieg. Der Krieg ist auch mal aus. Ja, und was kommt dann? Tja, was kommt dann? Vielleicht Friede. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du mich eines Tages verlassen könntest. Wer von uns beiden muss da mehr Angst haben? Lass niemand rein jetzt. Schon gut, Denise. Ich mach selbst auf. Ist Herr Gilbert da? Bedauere. Sagen Sie ihm bitte, Frau Likonin möchte ihn sprechen. Vielleicht könnten Sie morgen noch... Danke, Georgie. Entschuldige. Madame. Ich soll Ihnen etwas ausrichten im Auftrag von Armand. Aus Deutschland ist Besuch da. Sagen Sie, Armand, ich werde mich sofort um den Besuch kümmern. Aus Deutschland? Das ist unwichtig. Nur eine Verschiebung im Terminkalender. Pardon, Madame. Kann ich an Katz sprechen? Ja, ich warte. André, wir haben Besuch aus Deutschland. Stell die Flaschen in den Eisschrank. Ja. Und sag Leo Bescheid. Er soll sich zum Empfang vorbereiten. Ja, verstanden. Der Chef ist nicht da. Seit 3 Tagen wissen wir schon nicht, wo er steckt. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Herr Katz? Ich habe jetzt keine Zeit. Es ist aber sehr wichtig. Muss das unbedingt sein? Ja, es muss jetzt sein. Ich muss endlich wissen, was hier gespielt wird. Schon seit Wochen habe ich den Verdacht, aber erst jetzt habe ich den Beweis. Unsere Firma ist eine Spionagezentrale. Psst, seien Sie doch nicht so laut. Ihr Angestellten hat nicht die geringste Ahnung, was hier gespielt wird. Hier drin, in was wir da hineingeraten sind, dass wir hier alle für die Russen spionieren. Für wen? Für die Russen? Sie sind doch Kommunist, Herr Katz. Das ist doch bekannt. Hören Sie, Kobler. In erster Linie bin ich Franzose. Und wie jeder französische Patriot bin ich für General de Gaulle. Nur mit dem einen Unterschied, dass Ihr Chef und ich ihn nicht nur bewundern, sondern wir arbeiten auch für ihn. Für de Gaulle? Oder gegen die Deutschen. Und gegen die arbeiten Sie doch auch, Herr Corbin. Ich gegen die Deutschen niemals. Ich habe nie gegen die Deutschen gearbeitet. Liefern Sie vielleicht keinen schlechten Zement für den Atlantikwall? Das ist doch Sabotage. Und Sie wissen genau, dass die Deutschen nur kaufen, weil wir sie bestechen. Ich bitte Sie, Corbin. Sie glauben doch nicht etwa, dass wir das tun, um in die eigene Tasche zu arbeiten. Warum kommen Sie dann heimlich hierher und packen Ihre Sachen? Wir verreisen. Die Gestapo ist hinter Ihnen her. Sie müssen verschwinden. Sie wollen fliehen. Ich weiß nie, wie das ist in der heutigen Zeit. Kaffee, alles ging durcheinander. Es war überhaupt schwer, Kontakt zu behalten. Es ging hin und her. Ja, es tut mir sehr leid, aber Herr Gilbert ist verreist. Eigentlich dürfte ich es ja nicht verraten. Herr Gilbert ist in Spa. Sanatorium Château des Ardennes. Château des Ardennes? Und wann kommt er zurück? Wenn die Kur beendet ist. Vor 2 Tagen hatte Herr Gilbert einen schweren Herzanfall. Aber verhandeln Sie doch mit Herrn Corbin. Corbin? Hat er überhaupt Kompetenzen? Er ist immerhin der geschäftsführende Direktor.
Ja, wir möchten doch lieber mit Gilbert selbst verhandeln. Wenn ich nicht irre, war Corbin bereits in mehrere Schwarzmarktgeschäfte verwickelt. Und Sie nicht? Sie wollen das Geschäft. Also so, meine Herren, kommen wir nicht weiter. Legen Sie die Karten auf den Tisch, nennen Sie die Summe. Sonst keinerlei Interesse. Bis jetzt habe ich bloß Unkosten gehabt. Um unseren guten Willen zu zeigen, wir zahlen Ihnen 2000 Mark Spesenvorschuss. Beim Geschäft von 1,5 Millionen? Also gut, sagen wir 5000, Madame. Ja. 7000. Und das Geschäft kommt in Gang. Von Pierre ausrichten. Wann nimmt er endlich die Verbindung mit der Zentrale auf? In 4 bis 6 Wochen, wenn nichts dazwischen kommt. Es gibt noch Schwierigkeiten mit dem Funker. Kann Pierre keinen Mann abstellen? Im Augenblick nicht. Und Kent? Ich bin an Kent nicht rangekommen. Sie waren doch in Marseille. Ja, aber Kent ist nicht zum verabredeten Treffpunkt gekommen. Seine Wirtin erzählt, er sei verreist. Seine Adresse? Ich möchte zu Herrn Sierra, Madame. Tut mir leid, die Herrschaften sind heute Nachmittag ausgegangen. Ich komme nämlich gerade vom Schiff aus Südamerika, aus Montevideo. Ich soll Herrn Sierra etwas ausrichten von seinem Vater. Kann ich warten? Ja, bitte, kommen Sie nur rein. Danke. Nehmen Sie bitte Platz. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Ja, gern. Meinst du? Du zweifelst daran, wenn ich das sage? Ich möchte bezahlen.
Ach, das habe ich aber nicht so gemeint. Ach, natürlich hast du so gemeint. Und denn, hm? Immer darüber. Oh ja. Was? Du denkst immer daran. Darum freue ich mich sehr. Auf morgen. Naja. Maßanzüge. Gefallen Ihnen die Fotos? In der Schublade da liegen noch einige. Die genügen. Fühlen Sie sich wohl in Marseille? Ja. Deswegen haben Sie so lange nichts von sich hören lassen. Warum haben Sie den Funkverkehr noch nicht aufgenommen? Es gibt da noch Schwierigkeiten. Schwierigkeiten nennen Sie das. Vincente! Es ist Zeit, dass wir Sie aus dem Weg räumen. Machen Sie doch keinen Unsinn. Ja, so eine Überraschung. Ich höre gerade von Madame Berton, dass Sie da sind. Ich dachte schon, Sie hätten uns vergessen. Wo denken Sie hin? Ich lasse doch meine Freunde nicht im Stich. Ich störe doch hoffentlich nicht. Seit wann sind Sie denn so bürgerlich? Wie geht's Ihnen? Nicht besonders, wenn ich ehrlich sein soll. Sorgen mit der Firma, die Lieferungen bleiben aus. Das Personal macht Schwierigkeiten. Auch Vincente kommt seinen Verpflichtungen nicht nach. Und er redet Unsinn. Bring uns was zu trinken, bitte. Hat er denn eigentlich erzählt, womit er sein Geld verdient? Nein, er hat es mir nicht erzählt. Aber ich weiß es. Er hat nichts verraten. Ich bin selbst dahinter gekommen. Jetzt weiß ich Bescheid und stehe voll und ganz zu dem, was er tut. Leider hat er schon ein Jahr nichts mehr getan. Er wird seine Gründe dafür gehabt haben. Ja, glauben Sie, ich habe keine Gründe. Ich kenne auch eine Frau, an der ich hier hänge. Die ist auch die meiste Zeit allein. Ich kann gut verstehen, wie Ihnen zumute ist. Aber wir haben Krieg, leider. Da kann man sich nicht einfach aufs Land zurückziehen und mit der Familie leben. Die Soldaten sehen ihre Frauen auch nur einmal im Jahr, wenn sie überhaupt Gelegenheit dazu haben. Wenn Sie schon über alles Bescheid wissen, Frau Barzer, sollten wir offen miteinander reden. Sie müssen sich trennen. Ja, aber nur, wenn er es von mir verlangt. Es gibt keinen Grund, weshalb ich mich von ihr trennen sollte. Ich lasse dich nicht im Stich. Und wenn ich es Ihnen befehle? Oh, das wäre nicht das erste Mal. Nein, aber das letzte Mal. Die Deutschen haben Stalingrad besetzt. Ein Großteil unserer Armee ist vernichtet. Wir sind so gut wie am Ende. Und Sie, was machen Sie? In Marseille? Was? Ich bin doch kein Selbstmörder. Ich habe nicht gewusst, dass Sie ein Feigling sind. Unser Grand Chef ist wieder aufgetaucht. Ich kann eine gewisse Genugtuung nicht unterdrücken, Herr Gehring. Er wird den Vertrag jetzt unterschreiben. Woher wissen Sie das? Mein kleiner Finger. Sie hören doch sonst das Gras wachsen. Und wann gibt uns Herr Gilbert die Ehre? 15. Oktober. In 14 Tagen. Noch ist er am Zug. Er disponiert. Er erwartet uns in Brüssel. Wieso denn auf einmal in Brüssel? Er hat dort geschäftlich zu tun. Brüssel liegt auf dem Weg nach Antwerpen, wo er die Diamanten holen wird. Garçon? Na ja, wenn alles gut geht. Ja.
Guten Abend, Ihre Frau hat angerufen. Aha. Danke. Hallo, Residence Mercure, ein Doppelzimmer heute Abend mit Bad. Einen Augenblick bitte, ich sehe mal nach. Hallo, hallo, hören Sie noch? Ich habe nur noch ein Doppelzimmer ohne Bad. Ja, es tut mir leid. Auf Wiederhören. Guten Abend, Sie wünschen? Für mich ist ein Zimmer reserviert auf den Namen Gilbert. Moment. Vielen Dank. Zimmer 108 ist für Sie und 109 ist reserviert für Herrn Gilbert. Würden Sie den Koffer schon raufbringen? Ja, Madame, selbstverständlich. Oh, wie aufmerksam. Wirklich aufmerksam, Herr Piepe, dass Sie mich hier im Hotel empfangen. Ja, natürlich, gnädige Frau. Ich dachte nur, dass... Wo ist Gilbert? Stellen Sie sich vor, meine Herren, heute Morgen habe ich einen Anruf erhalten. Herr Gilbert habe einen Herzanfall gehabt, ziemlich ernst. Einfach umgekippt, zusammengebrochen. Der zweite Herzanfall innerhalb von 4 Wochen. Überarbeitet. In welchem Krankenhaus liegt er denn? Das hat man mir leider nicht gesagt. Aber Sie brauchen sich nicht weiter um Herrn Gilbert zu sorgen. Sie haben doch Vertrauen zu mir. Selbstverständlich, Frau. Danke. Gilbert hat auch Vertrauen zu mir, deshalb hat er mich bevollmächtigt, das Geschäft für ihn abzuschließen. Im Übrigen verstehe ich viel mehr von Diamanten als Herr Gilbert. Darf ich mich umziehen? Ja. Wie die Anfänger. Wir haben uns benommen wie die Anfänger. Aber diese Likonen, die kaufe ich mir noch. Aber wie ich die kenne, ist die längst in Sicherheit. Und wenn, sie ist ein kleiner Fisch. Wen wir erwischen müssen, ist der Grand Chef. Ja, können vor Lachen. Preisfrage, wie kommt man an den Grand Chef? Über den Petit Chef? Der sitzt in Marseille. In Marseille sind uns die Hände gebunden. Sogar Ihnen, Herr Gehring. Wer sagt denn das? Weil Marseille in der unbesetzten Zone liegt? Ja. Herr Piepe, wenn es weiter nichts ist. Haben Sie eine Ahnung, wen wir da schon alles rausgeholt haben? Dafür haben wir einen Spezialisten, Kriminalrat Böhmelburg. Der serviert Ihnen den Petit-Chef auf einem silbernen Tablett. Das ist er. Finden Sie heraus, wo Sie wohnen. Jawohl. Guten Tag. Verzeihen Sie, wohnt hier eine Madame Barza? Ja. Ich bin Ihr Onkel aus Brüssel. Leider habe ich eine sehr traurige Nachricht für Madame. Oh. Das ist mein Neffe. Barza. Kommen Sie bitte rein.
Ja, so machen wir. Sie kochen jetzt einen starken Kaffee und ich bringe es ihr jetzt schon bei. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Bäumelburg. Kriminalrat Felix Bäumelburg. Damit wir uns sofort richtig verstehen, Kent, ich bin vom Fach. Wie Sie. Wenn Sie Schwierigkeiten machen, dann... Ja. Wenn Sie mitspielen, garantiere ich für Ihre Sicherheit. Vor allem für die Sicherheit von Madame Barza. Sie sind Jüdin, Madame? Würden Sie sich bitte dunkel kleiden? Sie haben nämlich einen Trauerfall in der Familie, Madame. Die Koffer soll er selber tragen. Jetzt die Leidtragenden. Madame, meine Nichte möchte sich verabschieden. Mein armes Kind. Herzliches Beine. Danke. 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 Adieu. Kent, im ersten Wagen. Wie gefällt Ihnen die Landschaft? Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Von mir erfahren Sie nichts. Sie haben keine Ahnung, was wir nicht schon alles wissen. Ich verrate keine Genossen. Mein Vorschlag, ein Gentleman Agreement. Bis Paris reden wir nur noch von der Landschaft und Essen und Trinken und, wenn Sie wollen, von Reitpferden. Ich verstehe Sie nicht, Petit-Chef. Wie können Sie nur so dumm sein und sich das Geschäft vermasseln? Ich rede hier gar nicht vom Erschießen und so. Ich rede nur vom Geschäft. Seit Tagen mache ich Ihnen die schönsten Angebote. Warum wollen Sie nicht mit uns zusammenarbeiten? Ich könnte Sie auch etwas unfreundlicher behandeln. Warum tun Sie es nicht? Na, weil Sie mir sympathisch sind. Ja, wirklich. Und weil ich Sie für intelligent halte. Überdurchschnittlich intelligent. Intelligenter als dieser Makarov, alias Alamo. Auch ein feiner Kerl, aber er wollte nicht einsehen, dass ein lebendiger Spion mehr wert ist als ein Toter. Deshalb hat dann irgendein Idiot die Hunde auf ihn gehetzt. Der Mann, der in Brüssel gefunkt hat, Wenzel, der Professor, der war schlau. Der hat gleich gewusst, worum es geht. Deshalb funkt er jetzt weiter Nachrichten nach Moskau. Beileibe nicht nur Spielmaterial, nein, echtes Material. Und wenn du nicht vernünftig wirst, dann funkt der Professor nach Moskau, dass du zur Gestapo übergelaufen bist. So viel Geduld haben wir nicht immer. Sofia Posnanska hat sich in Brüssel aus Verzweiflung aus dem Fenster gestürzt. Naja, sie war auch Jüdin, wie Margarete Barza. Sie wusste, was ihr bevorstand. Was hat Frau Barza damit zu tun? Lassen Sie Margarete aus dem Spiel! Sie ist unschuldig, absolut unschuldig! Mitgefangen, mitgehangen? Sie hatte keine Ahnung, was gespielt wurde. Sie hat mit mir zusammengelebt, das ist alles. Mhm. Für uns kann sie aber auch eine russische Spionin sein und kann dementsprechend behandelt werden, wenn du nicht mitspielst. Wenn du mitspielst, ja. Aber nur, wenn sie bei mir bleiben darf. Wenn sie uns nicht mehr trennen. Abgemacht.
Vielleicht interessiert es Sie, als nächsten Mitarbeiter möchten wir Herrn Corbin gewinnen. Vollmacht, Herrn Corbin festzunehmen. Darüber bin ich Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Wie Sie meinen. Aber Sie werden von mir nicht erwarten, dass ich den Lockvogel spiele. Es handelt sich um nichts Geringeres als um Spionage, Herr Oberleutnant. Gegen Deutschland. Sie sind Offizier. Ich hoffe, Sie wissen, was Ihre Pflicht ist. Ich möchte Herrn Corbin sprechen. Hier ist Grassmann. Herr Corbin? Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihre neuen Ausweise da sind. Wenn Sie vorbeikommen könnten. Nein, möglichst sofort. Ich fahre für 4 Wochen weg. Ja. Ja, wann können Sie hier sein? Gut, danke. Wiedersehen. In einer halben Stunde. Morgen. Morgen fahren wir. In Mâcon wird alles sein wie früher. Ja. Glaubst du wirklich, du bekommst die Ausweise? Auf Grassmann kann ich mich verlassen. Ich weiß zu viel von ihm, verstehst du? Er muss mir die Ausweise geben. Ja. Sie sind Herr Corbin? Ja. Kommen Sie mit. Zeitung lesen solltest. Nicht erschrecken. Ich bin quicklebendig. Es darf nur niemand wissen, außer dir. Ja. Komm bald nach. In ein paar Tagen. Bitte hör auf mich. Geh zum Zahnarzt. So schlimm wird's schon nicht werden. Ich warte auf dich. Sachen, André. Kent ist hochgegangen. Auch Corbin wurde verhaftet. Hast du Zahnschmerz? Du fährst nach Clermont-Ferrand. Hier. Adresse und Geld sind in diesem Umschlag. Wenn ich dich brauche, schicke ich dir eine Ansichtskarte vom Eiffelturm. Ja, gut. Was ist mit Großvogel? Schon untergetaucht. Über Simon will er Kontakt mit uns halten. Wir wollen. Offen gestanden, wenn wir diesen Gilbert nicht erwischen, steht es allerdings schlecht um Ihren Mann, Frau Corbin. Und da Sie uns nicht weiterhelfen können oder nicht wollen? Woher soll ich wissen, wo Gilbert steckt, wenn Sie es nicht mal wissen? Wir sind für den kleinsten Hinweis dankbar. Wenn Sie zum Beispiel wüssten, wo er sein Aperitif trinkt oder seine Hemden bügeln lässt. Seine Hemden? Ja, warten Sie. Nein, das weiß ich nicht. Wir haben in der Firma Simex kommunistische Flugblätter sichergestellt. Sie wissen, was auf kommunistische Wühlarbeit steht. Mein Mann hat doch nie was mit den Kommunisten zu tun gehabt. Sind Sie da ganz sicher?
Ja, natürlich. Mein Mann war Mitglied der radikalsozialistischen Partei vor dem Krieg. Das ist doch dasselbe. Nein, das ist... Also weiter. Sie haben vorhin gesagt, Gilbert würde abends gern ausgehen. Hat er ein Stammlokal? Ein Stammlokal? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er gerne ausgeht. Ins Restaurant, ins Kabarett, ins Konzert. Ja, und dann fällt mir ein, er lässt sich öfter Champagner ins Büro kommen. Aha, so. Und weiter? Ja, er trägt gern seidene Hemden. Und er arbeitet sehr viel. Ja? Ist mir nicht bekannt, mein Herr. Schon gut, gehen Sie rauf und sagen Sie, Otto ist da. La mode, messieurs, souvent est éphémère. Qui le sait mieux que les coquettes mémères. Wenn Sie bitte raufkommen wollen. C'est commode quand un retour heureux d'une vieille mode. Les avantages un peu, mais le mauvais goût qui frise l'indécence et fait de nous des parapluies qui dansent. Ah, Jérôme Rostand, würde Ihnen der Name zusagen? Jérôme Rostand, geboren in Sedan 1905. 1935 ausgewandert nach Kanada, Beruf kaufmännischer Angestellter. Wenn Sie mir Ihr Passfoto geben, bekommen Sie von mir einen einwandfreien Ausweis geliefert. Leider nur gegen Vorauszahlung. Versteht sich. Sagen wir übermorgen? Ja. Ist in Ordnung. Vorher müssen wir aber noch Jean Gilbert beerdigen. Das bin ich. Ah, verstehe. Das heißt, dass Sie auch noch einen Totenschein brauchen. Ja, mit Pfarrer und Sarg, Begräbniskränzen, Todesanzeigen und was sonst noch dazu gehört. Können Sie das arrangieren? Sagen wir bis Dienstag. Ich werde mein Möglichstes tun. Haben Sie genügend Flöhe dabei? Oh, da wimmelt's ja. Jean Gilbert ist tot. Lang lebe Jérôme Rostand. Hier ist meine Hälfte. Ja. Sie wünschen? Ich möchte bei Ihnen 100.000 Francs deponieren. Unter welchem Kennwort? Ich habe meinen kleinen roten Regenschirm bei Ihnen stehen lassen. Wenn Gilbert Ihren Mann nicht entlastet, besteht wenig Hoffnung für Ihren Mann. So gut wie gar keine. Aber mein Mann hat doch nicht gewusst, dass das Spione waren. Wir werden uns trotzdem an ihn halten müssen. Er war der Einzige, der Einblick in die Geschäfte hatte, außer Gilbert. Aber von dem wollen Sie uns ja nichts erzählen. Ich weiß doch nichts mehr. Doch. Sie wissen noch eine ganze Menge. Und ich warte, bis es Ihnen einfällt. Mein Mann hatte doch nur geschäftliche Beziehungen zu Herrn Gilbert.
Privat haben sich die beiden doch nie gesehen. Nicht ein einziges Mal. Moment. Das heißt, vor ein paar Tagen. Ja? Da hat mein Mann Herrn Gilbert in der Metro getroffen. Zufällig. Wann war das genau? Es war mindestens vor einer Woche. Oder nein? An einem Freitag. Ja, das war an einem Freitag, das weiß ich jetzt ganz genau. An einem Freitag, weil wir nämlich Freitag immer zu Meunier gehen. Und da hat mein Mann es mir erzählt. Herr Gilbert klagte über Zahnschmerzen und da hat mein Mann ihm seinen Zahnarzt empfohlen. Dr. Malleplatt. Gehen Sie rauf. Ich hoffe, Sie werden zufrieden sein. Ja. Darf ich Ihnen noch eine erfreuliche Mitteilung machen? Ihre Beerdigung findet am kommenden Dienstag, Punkt 3 Uhr nachmittags, auf dem Friedhof Sainte-Thérèse des Anges statt. Ich darf Ihnen mein herzlichstes Beileid aussprechen. Tut das weh? Ist dir nun nicht gut? Ich bin etwas überarbeitet. Vielleicht sollte ich auch in Ferien gehen wie Sie. Ich würde es Ihnen nicht wünschen, mit mir zu tauschen. Warum? Es geht mir schlecht. Hundsmiserabel sogar, möchte ich sagen. Das Herz. Blutdruck 220 zu 110, wenn Ihnen das was sagt. Sie müssen eben mal richtig ausspannen. Es wird Zeit, dass Sie in Urlaub gehen. Ich bin unbewaffnet. Nehmen Sie die Hände hoch. Sie haben gute Arbeit geleistet. Wir haben auch 2 Jahre dazu gebraucht. Und da sagt sie, gehen Sie mit zu Père Lachaise, der wird Sie segnen. Kommen Sie, geben Sie her. Ja. Danke. Fernschreiben für Sie, Herr Kriminalrat. Meine Herren, alle mal herhören, bitte. Wissen Sie, was ich hier habe? An Chef Sonderkommando Rote Kapelle. Der Führer lässt Ihnen und Ihren Männern seine Anerkennung für den großartigen Schlag gegen den Bolschewismus aussprechen. In diesen Tagen, in denen die Soldaten von Stalingrad um sein oder nicht sein Großdeutschlands kämpfen, habt ihr den entscheidenden Sieg gegen den heimtückischen Feind im Rücken der Nation errungen. Reichen Sie sofort Vorschläge für Beförderung und Auszeichnung ein. Himmler. Bravo! Auf Ihr Wohl. Wohl sein. Die Rote Kapelle ist tot. Es lebe die Rote Kapelle. Die Russen dürfen um keinen Preis etwas von der Verhaftung ihrer Agenten erfahren. Sie müssen, koste es, was es wolle, weiter auf die Zuverlässigkeit ihrer Leute bauen. Wir lassen an der Spitze der Roten Kapelle wieder den alten Chef sitzen. Sie wollen den Grand Chef? Den Grand Chef wollen Sie umdrehen? Ja, genauso wie Sie Kent umgedreht haben. Unmöglich.
Den Grand Chef. Das schaffen Sie nie. Warum haben Sie mir die Handschellen anlegen lassen? Ausdrücklicher Befehl von Himmler. Eigentlich müsste ich Sie sogar in Ketten legen lassen. Als Himmler von Ihrer Verhaftung erfuhr, hat er befohlen, sofort in Ketten legen und in das finsterste Verlies. Sie müssen mir die Handschellen wieder abnehmen lassen. Ich bin herzkrank. Damit werden Sie mich nicht lange durchbringen. 24 Stunden müssen Sie noch durchhalten.